Wasser von oben gibt es überreichlich im Sommer 2021. Mitte Juli richtet Tiefbernd im Westen Deutschlands gigantische Überflutungen an. Auch in Thüringen kommt es lokal richtig dicke. Es ist völlig richtig, dass das Jahr 21 ein anderes ist als die drei wirklich extremen Trockenjahre zuvor. 23 Millionen Kubikmeter fließen innerhalb von 3 Tagen in die Saaletalsperren. Trotzdem muss man sagen, es ist dieses Jahr gerade mal ein durchschnittliches Jahr von dem, was wir an Niederschlägen haben. Das riesige Defizit der Trockenjahre können diese Starkregen nicht ausgleichen. Für Bodentiefen zwischen 3 und 5 Metern sprechen Hydrologen nach wie vor von Wüste. Es hat sich in den letzten Jahren multipliziert, dass es zu viel geworden ist, dass wir nicht mehr versorgen können, dass unsere Grundwasserstände abgesackt sind. Thüringen ringt um eine Niedrigwasserstrategie. Von dichten Baumkronen beschattet, fließt die zahme Gera Richtung Norden. Punkt Null im Flusslauf liegt unterhalb des Rennsteigs nahe der Schmücke. Nirgendwo in Thüringen regnet es mehr. In 900 Metern Höhe vereinen sich Rinnsale zu Flüssen. Hier entstehen die zahme Gera und auch die wilde Gera. Nico Jäger ist nach Gelberg gekommen. Der hydrologische Techniker unternimmt eine Kontrollmessung. Dabei ist auch Abteilungsleiter Professor Martin Feustel vom Thüringer Umweltministerium. Heute wird geprüft, ob die im Pegelhaus am Ufer digital erfassten Durchflusswerte die Situation richtig abbilden. Wir haben momentan einen relativ hohen Abfluss, ca. 270 Liter pro Sekunde. Das ist eigentlich für den Sommermonat eher überdurchschnittlich. Zum Vergleich, wir hatten in den trockenen Jahren 2018 und 2019 zum Teil nur ein Zehntel des Durchflusses, also 27 Liter pro Sekunde. Und an manchen Tagen ist dieser Pegel komplett sogar trocken gefallen. Doch in diesem Sommer hat der Boden oberhalb des Pegels viele Regengüsse aufgenommen. Gut gesättigt gibt er das Wasser ab an die Bach- und Flussläufe. Thüringen ist eigentlich ein relativ wasserreiches Land. Also würde es über dem Durchschnitt einordnen. Die Niederschläge, die wir bekommen, sind eigentlich relativ hoch. Sie sind nur regional in Thüringen sehr unterschiedlich verteilt. Diese Unterschiede zu managen ist Teil der geplanten Niedrigwasserstrategie des Landes Thüringen. Feustel muss dafür die Richtung vorgeben. Daten rund um den Wasserhaushalt gehören zu seinen wichtigsten Werkzeugen. Wir müssen uns auf den Norden und Osten Thüringens konzentrieren, weil wir erwarten, so die Klimamodelle, dass sich der Trend dort zu trockenen Jahren hin verstärken wird. Während der Thüringer Wald, also der Süden und der Westen, wahrscheinlich eher noch vielleicht sogar ein bisschen feuchter werden könnten. Klimaforscher ordnen Thüringen 4 Klimabereichen zu. Schon bis 1990 zeigen sich hier drastische Unterschiede. Sie sind geblieben. Gleichzeitig hat sich die klimatische Wasserbilanz, also die Differenz zwischen Niederschlägen und Verdunstung, verändert. Die Sommer sind heißer und verdunsten mehr Regenüberschüsse aus den Wintern. Im Nordosten fehlt immer mehr Wasser, im Westen bleibt immer weniger übrig. Die Wasserüberschüsse des Thüringer Waldes sind der Goldschatz des Freistaats. Zahme und Wilde vereinen sich zur großen Gera und tragen ihn über die Unstrut in den trocknenden Nordosten. Kilometer 47 flussabwärts. Kurz vor Erfurt teilt der Mensch die Gera. Das natürliche Flussbett biegt nach Norden ab und verzweigt sich in der Innenstadt. Der breite Flutgraben nimmt den Weg um die Altstadt herum. Ein 130 Jahre alter Hochwasserschutz. Doch 2019 und 20 führte die Gera fast durchgängig Niedrigwasser. Und das hieß, einen Kubikmeter Wasser pro Sekunde auf 2 Flussbetten aufteilen. Erfurt ist im Trockenstress. Hier am Rand des Thüringer Beckens sind Niederschläge meist knapp. Aus den vergangenen 5 Jahren fehlt der Stadt insgesamt ein kompletter Jahresniederschlag, 600 mm. Karl-Friedrich Fischer vom Erfurter Gartenamt hilft den Jungbäumen auf dem Erfurter Petersberg mit morgendlichen Gießrunden über die trockenen Monate. Also hier sind 150 Liter bei 2 Wassersäcken.
Wir haben direkt einen Gießplan und den arbeiten wir ab. Und das wiederholt sich dann immer, so circa alle 3 Wochen an Bäumen. 3000 junge und besonders wertvolle Bäume stehen auf dem Sommergießplan. Dafür wird Wasser in die Stadt getragen, wie es der Leiter des Erfurter Umweltamtes ausdrückt. 1,7 Millionen Liter aus Brunnen und Kiesseen. Man muss einfach sehen, dass ein Stadtklima natürlich wesentlich extremer ist als im Umland. Das heißt, wir können Temperaturdifferenzen bis zu 10 Grad haben, die es in der Stadt heißer wird. Und das ist natürlich nicht so angenehm für den Stadtbewohner, damit auch umzugehen. Das heißt, wir haben hier auch eine erhebliche Hitzebelastung. Und das ist einmal eine Hitzebelastung für die Bewohner, aber auch für das Grün. Verdunstung kühlt. Und jedes Extra könnte das Stadtklima spürbar entlasten. Wie im Wohnquartier Grafisches Viertel in der Erfurter Innenstadt. Auf einem der bisher wenigen Gründächer. Ein erster Schritt hin zur sogenannten Schwammstadt. Ein Konzept für gezielten Regenrückhalt. Das, was wir in den letzten Jahrzehnten hatten, Wasser immer möglichst schnell aus der Stadt rauszutragen, den Prozess, das ist ein Prozess, den wir eigentlich jetzt auch umkehren müssen. Auf der einen Seite wirklich Wasser in der Stadt zu halten, Wasser in Kreisläufen zu fahren, ja, und trotzdem sozusagen den Blick zu haben, dass wenn mal zu viel Wasser kommt, dass wir auch damit der Situation umgehen können. Das Dach des Grafischen Viertels ist nur ein Anfang. Je dicker die Erdschicht wird, umso mehr Pflanzenvielfalt ist möglich. Für die Firma OptiGrün plant Damian Wiskowski solche Dächer. Sie speichern Wasser, sie verdunsten Wasser, es gibt einen Wasserrückhalt. Wir können Wasser wirklich permanent auffangen, was gar nicht abläuft und in die Kanalisation einlaufen würde. Und dass dann wieder die Vegetation das Wasser erhält und verdunsten kann. Diese sogenannten Retentionsdächer sind absolut waagerecht. Eine Auffangkammer liegt unter dem Substrat mit den Pflanzen und der Drainagematte. Ob Schauer oder Starkregen, hier wird jeder Wassertropfen aufgefangen. Besonders bei heftigen Regengüssen schützt dieses System die Kanalisation vor Überflutung. Kontrolliert und zum richtigen Zeitpunkt fließt später ein Teil des Wassers ab. Bis zu 70% können auf dem Dach gespeichert werden und verdunsten. Wir haben Systeme halt von 72 Liter pro Quadratmeter bis 140 pro Quadratmeter. Das ist schon wirklich sehr viel. So ein System könnte einen Jahrhundertregen komplett auffangen. Doch solche Dächer verändern gewohnte Bilder von Siedlungen. Wer Wasser auf diese Art halten will, muss Investoren, Architekten und Planer überzeugen und vor allem rechtzeitig entscheiden. Bisher war es ja so, man hat einen Bebauungsplan aufgestellt und hinterher kam der Entwässerungsplaner und hat gesagt, wie gehe ich jetzt mit dem Regenwasser um? Ja. Und das, sage ich mal, es funktioniert so nicht mehr. Das heißt, wir müssen einfach von Anfang an, wenn wir einen Aufstellungsbeschluss machen für Bauleitplanung, muss man überlegen, wo soll das Regenwasser hin? Im Erfurter Ortsteil Schmira stellt sich diese Frage. Nordwestlich des Kerndorfes ist ein neues Wohngebiet geplant. Der Stadtrat beschloss, Gründächer werden Pflicht. In Schmira selbst gab es wütende Ablehnung. Dass ein Gründach sicher Vorteile hat, das wissen wir auch. Aber in dieser Form, auch was uns jetzt angeboten wird um diesen Bauhausstil, das ist halt das, was wir eigentlich in der Gesamtheit nicht wollen. Wir versperren uns ja nicht gegen komplett diesen Stil, aber es sollte schon eine gesunde Durchmischung der Baustile stattfinden können. In Bad Lauchstädt betreibt das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Halle Leipzig eine Außenstation. Als Teil eines weltweiten Netzwerkes simulieren Wissenschaftler hier extreme Trockenheit. Die Daten sollen helfen, Dürrefolgen möglichst effektiv vorhersagen zu können. Professor Dietrich Borchardt ist Experte für Ökosysteme des Wassers. Trockenheit ist ungewöhnlich, so wie wir sie in den letzten 3 Jahren gesehen haben, nicht als Einzelereignis. Es hat schon immer trockene Jahre gegeben, die zum Beispiel ähnlich niedrige Niederschläge hatten. Es hat auch schon Temperatur-Hitzewellen gegeben, die ähnlich warm waren wie in den letzten 3 Jahren. Aber dass diese 3 Jahre hintereinander kommen und sich nicht Trockenjahre und Feuchtjahre, wie wir es eigentlich gewohnt waren, ablösen, das ist ungewöhnlich. Die Auswirkungen lassen sich gut beobachten. Mit der Digitalisierung haben sich die entsprechenden Forschungsbereiche schnell weiterentwickelt. Immer präzisere Geräte liefern immer schneller hochaufgelöste Messergebnisse.
Computer und Datenbanken bauen daraus ein Abbild der Umwelt in Echtzeit. Satellitentechnologie hat eine Revolution erlebt in den letzten Jahrzehnten. Und wir werden heute mit einer zeitlichen Auflösung, auch mit einer räumlichen Auflösung, mit Satellitendaten versorgt, die uns zum Beispiel erlauben, die Bodenfeuchte abzuschätzen, die Vegetation abzuschätzen, die Temperatur in Gewässern abzuschätzen. Auch die Frage, sind dort Algenblüten, wie ist es um die Wasserqualität bestellt? Selbst die Wasserqualität können wir aus Satellitendaten bestellen. Borchert sieht große Chancen in dieser Entwicklung. Er hat die Bundesregierung bei der nationalen Wasserstrategie beraten und findet, wir müssen jetzt mit diesen Daten und Modellen intelligent umgehen. Hier werden Systeme an die Hand gegeben für das Krisenmanagement. Und das andere ist wiederum die Langfristprognose, wenn wir uns zum Beispiel die Frage stellen müssen, reichen unsere Trinkwasserversorgungsleitungen? Müssen wir unsere Infrastrukturen anpassen? Wie müssen wir da umgehen? Wie müssen wir auch letztlich Städte umbauen zum Beispiel, um mit Starkregen besser fertig zu werden? Kilometer 75 flussabwärts. Die Starkregenversicherung der Unstrut ist das Staubecken Straußfurt. Es schützt den Unterlauf seit den 60er Jahren vor Hochwasser. Ab den 80ern wurde auch im Sommer gestaut, Wasser für LPG-Felder. Vögel, Fische und viele Pflanzen eroberten die Wasserfläche. Jetzt hält die Thüringer Fernwasserversorgung für das einzigartige Ökosystem jeden Sommer 4,5 Millionen Kubikmeter Wasser im Staubecken zurück. Am Auslaufbauwerk wird es kontrolliert wieder an die Unstrut abgegeben. In den letzten 3 Trockenjahren eine Herausforderung für den Betreiber. Die Situation am Zulauf war erschreckend. Niedrige Wasserstände, sehr niedrige Zuflusswerte. Wir haben das auch hier am Becken natürlich gemerkt, dass wenn man die Mindestwassermenge von 5 Kubikmeter abgegeben hätte, das Becken langsam abgesunken wäre vom Wasserstand her. Nägelstedt an der Unstrut und Erfurt-Möbisburg an der Gera sind die letzten offiziellen Meldepegel vor dem Staubecken. Messwerte von dort zeigen Tage mit ausgeprägtem Niedrigwasser in fast jedem Jahr. 2018, 19 und 20 haben sie sich zu Durststrecken summiert. In Straußfurt bleiben selbst im Sommer 3/4 des Stauraums ungenutzt. Wäre da Platz für eine Niedrigwasserreserve? Das Land Thüringen hat diese Debatte für all seine Talsperren angestoßen. Man darf aber nicht den Hauptfokus und die Hauptnutzung der Stauanlage hier in den Hintergrund stellen. Die ist nach wie vor aus unserer Sicht der Hochwasserschutz. Die Mindestwasserführung ist eine Nebenbestimmung in den wasserrechtlichen Auflagen. Und wir haben in dieser Richtung reagiert in den letzten Jahren an einigen Trinkwassertalsperren, indem wir die Betriebsräume, sogenannten Betriebsräume, vergrößert haben. Ganz konkret an der Talsperre Ora zum Beispiel, um für den Versorgungsauftrag im Sommer mehr Wasser zur Verfügung zu haben und gleichzeitig aber die Hochwasserschutzwirkung nicht übermaßen zu begrenzen. Hier am konkreten Standort Straußfurt sehe ich diese Balance noch gewahrt zwischen den Bedarfsanfragen und dem verfügbaren Wasservorkommen. Heiße Tage mit Niedrigwasser belasten Flussökosysteme extrem. Von der Mindestwasserabgabe aus Talsperren hängt deshalb viel ab. Auch das Flüsschen Tscherkonde wird südöstlich von Sömmerda aus 2 Talsperren gespeist, die Wasser für die Landwirtschaft sammeln. Anfang 2020 wurde die Situation prekär. In jenem Winter gab es fast keinen Regen nach 2 Trockensommern. Doch der Landwirt Silvio Kai hatte einen Liefervertrag und mit dem Wasser aus der Talsperre Frohndorf fest gerechnet. Die Thüringer Fernwasserversorgung startete mit einem Problem in den Frühling. Und haben da so eine Art Kassensturz gemacht im April und dann nochmal im Mai und haben die Zahlen offen auf den Tisch gelegt gegenüber der Wasserbehörde hier im Landkreis Sömmerda und natürlich auch gegenüber dem Brauchwasserkunden und haben gesagt, in diesem Jahr ist nur diese Beregnungswassermenge verfügbar. Aus den Gründen, um dem Betrieb die Chancen zu geben, noch entweder mit Änderungen des Anbaumusters oder mit dem sinnvollen Einsatz des verbleibenden Wassers zielgerichtet noch die Erträge zu stabilisieren. Im Juni 2020 regnete es in wenigen Tagen 50 mm. Die retteten Silvio Kais Ernte. Teure Beregner und Pumpen nützen ihm natürlich nichts, wenn sich Sommer wie 2020 häufen. Es würde für uns natürlich eine Katastrophe bedeuten. Aber ich muss auch dazu sagen, für alle Landwirte hier in der Region wäre es eine Katastrophe. Und dafür ist eigentlich auch nicht die Beregnung
gebaut worden? Oder haben wir uns auch nicht gesagt, dass sie uns vor so einer Katastrophe schützen kann? Im regenarmen Thüringer Becken hat die Thüringer Fernwasserversorgung weitere herrenlose Landwirtschaftsspeicher aus DDR-Zeiten übernommen. Was Staumeister Andreas von Hof hier per Hand abfließen lässt und was normalerweise digital gesteuert abläuft, könnte Anlass für Konflikte bieten. Deutsche Bauern haben zuletzt 1,3% des national verfügbaren Süßwassers für die Beregnung verbraucht. Experten erwarten einen steilen Anstieg der Nachfrage. Ja, neben der Schockgründe ist ja immer eine Diskussion, die Entnahme aus Brunn. Und aus ethischen Gründen würde ich das nicht machen. Wir haben genug in der Welt Regionen, wo dann andere Probleme durch solche Wasserentnahmen entstanden sind. Und deswegen legen wir auch großen Wert, nur das Oberflächenwasser für unsere Beregnung zur Verfügung zu stellen. Auf den Feldern rund um Frohndorf baut Silvio Kai Futter für 1400 Milchkühe und Kälber an. Fremden Lieferanten vertraut er nicht bei seiner Umstellung auf Bioproduktion. Im Thüringer Landesumweltamt in Jena wurde im März 2021 das Niedrigwasserportal Thüringen freigeschaltet. Es nutzt Daten der seit 13 Jahren betriebenen Hochwassernachrichtenzentrale. Professor Feustel diskutiert mit Chefhydrologe Peter Krause die Benutzerfreundlichkeit. Grundwasserstände, Talsperrenpegel oder Durchflussmengen der Flüsse werden unter anderem Blickwinkel bewertet. Es ist eine unserer Hauptaufgaben hier in der Verwaltung, gerade in der Umweltverwaltung, Daten, die wir haben, Entwicklungen, die wir erkennen, eben auch zu kommunizieren und die Bevölkerung sensibel dafür zu machen, dass sich etwas verändert. Infolge der Klimaveränderung eben der Wasserhaushalt sich auch verändert. Als Teil des Landesprogramms Gewässerschutz will Thüringen bis Ende 2021 zum ersten Mal eine Niedrigwasserstrategie formulieren. Das ist als allererstes Mal, so banal es klingt, auch die Hausaufgaben der Wasserwirtschaft zu machen. Wir haben bisher immer nur punktuell reagiert auf Engpässe in der Wasserversorgung. Aber ein Gesamtbild des Landes, wie viel Wasser wir haben und wie viel Wasser zukünftig gebraucht wird, also der Begriff Wasserbedarfe, das ist unsere Aufgabe, die wir als Wasserwirtschaftsverwaltung jetzt zu tun haben. Mit den Bilanzen und Prognosen sind potenzielle und reale Konflikte verknüpft. Auch darüber grübelt Feustel. Wasserrechte sind manchmal sehr alt. Wasserrechte sind manchmal existenzsichernd. Ja, die Angst davor, es zu verlieren, plötzlich weniger zu haben als vorher, die Sicherheit zu verlieren, das ist etwas, was ich möglicherweise gerne vermeiden würde. Aber ich kann es, wie gesagt, für die Zukunft nicht ausschließen. In manchen Lebens- und Wirtschaftsbereichen wird Anpassung zum Kraftakt. Natürlich, viele Dinge in der Wasserversorgung gehen nicht ohne Fördermittel, ohne staatliche Unterstützung. Und da werden wir dann letztendlich zur Umsetzung unserer Niedrigwasserstrategie auch wahrscheinlich Geld in die Hand nehmen müssen, um die potenziellen Engpässe dann zu überwinden. Langenweddingen bei Magdeburg, 80 Kilometer Luftlinie nördlich der Unstrut. Hier wachsen Kartoffeln für Pommes frites, echte Wasserjunkies. Doch die Börde bekommt wenig Regen. Also sucht Landwirt Bernd Kai nach immer neuen technischen Lösungen. Tropfbewässerung direkt am Boden erschien ihm vielversprechend. Doch Schläuche und Tropfer waren schnell verschlissen. Beregnungskanonen arbeiten flexibel, aber mit hohem Druck. Der hohe Druck bewirkt dann, dass der Tropfen zum Teil klein wird. Und das sorgt dann dafür, dass die Sonne sich was wegholt oder der Wind ist einfach verweht. Aber wir haben uns dann trotz alledem überlegt, wenn wir hier die schönen großen Flächen haben, und haben nach einer Lösung gesucht, einen möglichst großen Tropfen, der nicht windanfällig ist, wenig Verdunstungsfläche bietet, geringere Fallhöhe hat. Ja, und das haben wir eigentlich mit dieser Anlage haben wir uns rausgesucht und die haben wir uns hier in die Börde geholt. Das meiste Wasser brauchen Kartoffeln im Sommer und wer sie dann beregnet, erntet große Knollen. Oh. Wenn das richtig dicke. Sehr üppig. Die Mutterkartoffel. Gut eingesetzt. Ja. Ja. Und hier haben wir noch eine. So. Also, das ist die Mutterknolle. Das ist die Mutterknolle, das ist die Chefin hier. 3, 4, 5, 6, 7. Hm. Wenn Sie wirklich in einer gewissen Intensität Kartoffeln anbauen wollen und beregnen wollen, dann müssen Sie das Wasser organisieren. Sie müssen das Wasser verteilen. Das heißt, Sie müssen erstmal die Gespräche führen. Wer kann Ihnen da weiterhelfen? Kann das Ministerium in gewisser Weise Dinge unterstützen? Wer könnten andere Partner sein? Dafür gründeten die Bauern den Beregnungsverband Börde.
Als Team können seine Mitglieder mehr bewegen. Sie bewegten die Trinkwasserversorgung Magdeburg zu einem Liefervertrag. Jetzt fließt überschüssiges Wasser aus der nahen Versorgungsleitung zu den Kartoffelfeldern. Für so einen Wasserverband ist die Versorgung der Bevölkerung der Dreh- und Angelpunkt. Und das, was wir hierher bekommen, diesen kleinen Teil, den können wir gerne nutzen, weil sie es überhaben. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn es mal zu Wasserengpässen kommen sollte, wird definitiv meine Berechnung als erstes abgestellt. Für die Bewässerung seiner Kartoffeln sucht Landwirt Kai schon nach der nächstbesten Lösung. Bei Anfragen nach Wasser aus Brunnen und Flüssen erlebte er sehr zurückhaltende Behörden. Kollegen aus Niedersachsen lenkten seinen Blick auf die Zuckerrübenverarbeitung. Was man eigentlich nicht so richtig weiß, ist, dass so eine olle Rübe ja locker aus 75% aus Wasser besteht. Das heißt also, die Verarbeitung von Zuckerrüben ist eigentlich eine Produktion von Wasser. Habe ich nicht gewusst, also nicht in der Größenordnung. Und genau das passiert auch hier in der Nähe. Klein-Wanzleben ist die Rübenfabrik. Kai will das Prozessabwasser der Fabrik auf die Felder holen. Ein Gutachten hält das für machbar. Also plant der Landwirt Speicherbecken. Dort soll das Wasser überwintern, anstatt in einem nahegelegenen Fluss zu verschwinden. Im Beregnungsverband begeistert die Idee vom Zuckerwasserregen für Pommes frites-Kartoffeln. Wenn größere Summen europäischer Gelder in den Agrarsektor verteilt werden, in Form von verschiedenen Förderprogrammen, würde ich schon sagen, dass dies ja durchaus einen Pilotcharakter hat und dass das auch einer Landesregierung durchaus wirklich eine sehr große Unterstützung wert wäre. Natürlich wird diese Anpassung Geld kosten, auch in einigen Teilen erhebliche Mengen an Geld kosten. Wir haben aber hier in Deutschland eine ausdifferenzierte Finanzierung unserer Wassernutzung, einschließlich der Wassergebühren, die wir selber zahlen. Deswegen betrachte ich das nicht als limitierend oder als wirklich kritisch. Unstrut, Kilometer 117 flussabwärts. Artern war 2020 der trockenste Ort Deutschlands. Debatten über Menge und Qualität des örtlichen Trinkwassers sind Alltag in der Region. Das Rohrnetz der Thüringer Fernwasserversorgung reicht nicht bis hierher. Der Nordosten trinkt aus Brunnen. Südwestlich von Artern liegen einige unterhalb eines landwirtschaftlich genutzten Hanges. Trinkwassermeister Ronald Lannes vom Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband KAT nimmt jeden Monat Proben. Seit Jahren ist das Wasser hier stark mit Nitrat belastet. Werkleiter Falk Bartels spricht deshalb immer wieder mit den Landwirten. Doch die können das Problem nicht allein schultern. Gute Unterstützung wäre halt, wenn solche Maßnahmen auch noch besser gefördert werden, vor allen Dingen unbürokratischer. Weil derzeit steht ja auch im Gesetz, dass die Sachen, die der Landwirt zusätzlich tun muss, im Prinzip der Kunde auch bezahlen soll. Derjenige, der das Grundwasser entnimmt. Ja, und das schlägt bei vielen ein bisschen negativ zu Buche, weil sie sagen, ja, wir haben ja nicht das verursacht und wir sollen jetzt im Prinzip die Zeche zahlen. Bis heute leistet sich der KAT ein eigenes Labor. Das Team überwacht, welche Wasserprobe mehr als 50 Milligramm Nitrat pro Liter enthält. Und immer wieder wird die Wasserhärte titriert. Die Artener stört ihr hartes Wasser und sie fragen nach. Ja, das harte Wasser ist geologisch bei uns bedingt aufgrund der Schichten. Wir haben ein Gipsgebirge hier in der Nähe und da rührt diese Härte des Wassers her. Aber es ist für die Gesundheit nicht schädlich. Das betonen wir jedes Mal am Telefon. Der Hainborn ist eine Quelle südöstlich von Artern. Lange Zeit haben die Einwohner des Städtchens Wiehe ihr Trinkwasser von dort bekommen. Gutes Trinkwasser, reichlich Trinkwasser. Trinkwassermeister Ronald Lannes beobachtet den Hainborn seit 45 Jahren. Im Moment sieht man kein Wasser. Der Hainborn ist trocken. Die Quelle, die fast 500 Jahre geschüttet hat, ist versiegt. Der Hainborn kriegt das Wasser aus dem Haintal. Und es sind hier weiter oberhalb, Gambach, Quellen im Wald. Auch die sind versiegt. Menge und Güte des Lebensmittels Nummer 1 machen in Deutschland inzwischen lokal Probleme.
Wissenschaftler wie Professor Borchert mahnen, wir müssen uns aktiv um saubere Quellen und sichere Versorgung kümmern. In Artern heißt das, eine ganze Liste abarbeiten. Also historisch gesehen haben wir keine Anbindung an Fernwasserleitung und wir müssen derzeit erstmal unser Netz vernetzen, weil wir noch genügend Orte haben, die Einzelstandorte sind und aus Einzelbrunnen versorgt werden. Trinkwasserversorgung ist eine Aufgabe der Kommunen. Dabei bestimmt die Lokalpolitik die Richtung. Im Thüringer Nordosten gilt der Anschluss ans Fernwasser bisher nicht als dringend. Nur welche Projekte sind es dann? Das kann man heutzutage schlecht abschätzen. Wir müssen uns vorbereiten. Wir werden das auch versuchen und unsere Verbandsräte müssen die entsprechenden Beschlüsse auch dazu fassen, weil die Beschlüsse der Verbandsversammlung bestimmen dann auch unser Handeln und auch das Geld, was dafür ausgegeben wird. So viel Gelassenheit angesichts der Herausforderungen? Die Wissenschaft befindet, es sei schon genug Zeit verstrichen und der beste Zeitpunkt in einigen Bereichen womöglich verpasst. Es ist allerhöchste Zeit, weil uns der Klimawandel mit der Geschwindigkeit, mit der er voranschreitet, eben nicht mehr viel Zeit lässt und wir bestimmte Dinge, die wir ändern müssen, auch nur in Jahrzehnten ändern können. Also mit anderen Worten, wir müssen das jetzt ernst nehmen, auch entsprechend handeln. Und daran wird es sich entscheiden, was wir erreichen können oder auch nicht. Auch nach den letzten Trockensommern hat Thüringen verlässliche Wasserressourcen. Gesichert werden können sie nur mit einem nachhaltigen und effizienten Management. Die wichtigsten Schritte sind noch zu gehen. Die Phase, wo wir wirklich Zeit brauchen werden, ist die Kommunikation. Also wie wir an die Akteure der Wasserwirtschaft herantreten, an die Nutzer herantreten. Weil nichts ist ja quasi entscheidender als die Bedürfnisse derjenigen, die auf Wasser angewiesen sind. Und das sind alle in Thüringen. Das geht bis runter bis zu den Kleingartennutzern, die alle ihre Rechte haben und glauben zu haben. Von Wasserknappheit wie in Südeuropa oder im Nahen Osten ist Thüringen weit entfernt. Dort muss sie alltäglich bewältigt werden. Sollte Thüringen sich die Strategien dieser Länder anschauen? Es ist natürlich schwierig, von diesen Ländern zu lernen, weil die ganz andere klimatische, geologische und hydrologische Bedingungen haben. Deswegen ist es immer so, dass wir wahrscheinlich unsere eigenen Erfahrungen werden machen müssen, mit den Kenntnissen, die wir haben, uns auch mit den anderen Bundesländern so weit wie möglich abstimmen. Und kühne Ideen auf ihren realen Wert überprüfen. Experten tüfteln bereits an einer vierten Klärstufe für einen Teil unserer Abwässer, eine mögliche Quelle für mehr Brauchwasser. Erste Macher von künstlichem Regen klopfen schon bei der deutschen Politik an die Tür. Dann taucht die entscheidende Frage eigentlich auf, wer ist denn eigentlich über unser Wasser in der Atmosphäre verfügungsbefugt? Wer darf da eigentlich darüber entscheiden, ob da jemand mit durch Einbringen chemischer Stoffe eben das Wasser zum Abregnen bringt. Das könnte, ich hoffe es nicht, ich möchte es auch nicht ganz persönlich, aber das könnte eine Vision sein, der wir uns dann irgendwann auch mal zumindest gedanklich nähern müssen. Wasser verbindet Menschen und Lebensbereiche miteinander wie kaum etwas anderes. Zivilisation mit Natur, Arm mit Reich, Mangel mit Überfluss. Die Vergangenheit mit der Zukunft. Und trockene Landstriche in Thüringen mit noch trockeneren in Sachsen-Anhalt, wenn die Unstrut am Wendelstein nach 135 Kilometern die Landesgrenze passiert. Musik